Herr Reiterbeck! Herr Reiterbeck! Hier? Wie sind Sie reingekommen? Ich bin offensichtlich hier eingebrochen. Aber ich mache sowas normalerweise nicht. Ich bin doch eigentlich ein Gutmensch von den Grünen. Ach, fuck. Frau Doktor, Frau Doktor, bitte helfen Sie mir. Ich fühle und spüre etwas zutiefst Ungrünes in mir. Ein Braunkohlekraftwerk, um Putin zu knechten. Ja. Nein, nein. Kohle macht unser Klima kaputt. Dann Fracking. Fracking, ja. Frackt mich doch am Arsch. Nein, nein. Fracken ist auch ganz, ganz schlecht für die Böden. Ja, Ruhe jetzt. Also, wer von euch beiden ist jetzt von den Grünen? Was rede ich denn da? Bitte helfen Sie mir. Sie leiden ganz klar an einer Persönlichkeitsspaltung. Lass uns gehen. Wir kommen auch ohne diese aufgeblasene Psychotante klar. Oh, was habe ich denn hier? Guck mal, ein nagelneuer Atombrennstab. Atombrennstab? Wo? Hier drin, entschuldigen Sie, aber ich muss dir ungrünes Ich mal kurz einsperren. Also das ist ja auch keine Gruppensitzung hier. Tut aber auch mal gut. Danke. Endlich Ruhe. Das fühlt sich so ein bisschen an wie früher, als wir noch grüne Politik machen konnten. Ja, aber Sie haben doch einen freien Willen. Was hindert Sie denn jetzt daran? Gucken Sie mal Nachrichten ab und zu? Hä? Ukraine, Putin? Wir wurden damals wegen der Klimapolitik gewählt. Und jetzt sind wir für Fracking, für Kohle und für Atomkraftwerke. Ich kann Ihnen helfen. Wenn wir uns regelmäßig treffen, 2, 3 Jahre und Ihre Persönlichkeitsspaltung ist geheilt. Geheilt? Was? Sind Sie irre? Ohne diese Spaltung da, ja, der Persönlichkeit sind wir Grünen doch am Arsch. Wir brauchen die zum Überleben. Bitte, bitte, darf ich mal ganz kurz rausholen? Er fürchtet sich im Dunkeln. Nein! Wir beide sind noch nicht fertig miteinander. Überlegen Sie doch mal. Sie sind doch gerade so beliebt. Fühlt sich das denn nicht toll für Sie an? Wenn ich ganz ehrlich bin, ja, schon. Aber nein, nein, wir Grünen, wir verkaufen doch gerade unsere Seele. Ja? Robert Habeck versucht, ich zitiere, sich vom Parteiprogramm fernzuhalten. Nur damit die Deutschen im Winter nicht frieren müssen. Ja, aber keiner friert doch gerne im Winter. Ja, aber dann können wir unser Parteiprogramm doch gleich 100.000-fach auf nicht recyceltem Tropenholzpapier ausdrucken und durch den Industrieschornstein jagen. Sehen Sie es mal so, ja? Sie tun gerade das, was getan werden muss. Dafür hat doch jeder Verständnis. Verständnis am Arsch! Wer findet uns denn gerade gut? Hä? Wer? Die Industrie. Das waren früher unsere Feinde. Und jetzt müssen wir plötzlich Angst haben vor Fridays for Future. Interessant. Spaltung mit dem inneren Kind. Okay. So. Wir machen jetzt eine kleine Assoziationsübung. Okay? Bereit? So. Woran denken Sie? Das erinnert mich an meine Zeit beim NABU. Quatsch! Das ist der Hambacher Forst. Wegbaggern die Scheiße. Okay. Und was seht ihr hier? Also, was sehen Sie hier, Herr Reiterbeck? Kaminfeuer. Das ist absolut unverantwortlich. Ich meine, was da an CO2 rausgeblasen wird. Kapier's doch endlich. Das Klima interessiert doch echt keine Sau. Ja, guck mal, was ich hier habe. Ein Mitgliedsantrag der CDU, ja? Auf alle Klimamaßnahmen scheißen, auch wenn kein Krieg ist. Sich einmal so gut fühlen wie Friedrich Merz, hä? Komm! Nice! Da bin ich dabei. Tschüss, ihr Loser! Oh Gott! Oh. Ich sollte mich auf Exorzismus konzentrieren. So. Okay. Sie müssen sich als Grüner mal wieder selbst spüren. Hm? Entspannen Sie sich. Das ist eine kleine Kröte. Ja, die kostet 98 Euro. Aber das buchen wir von Ihrem Konto ab. Ist gar kein Problem.
nehmen. Ja, und diese Kröte nehmen Sie und begleiten Sie über die Straße 3-mal am Tag. Okay? Oh, ups, unsere Zeit ist schon vorbei. Was? Ja, schon? Das tut mir wirklich wahnsinnig aber leid. Ich hab noch gar nicht über schwere Waffen geredet. Ja, gar kein Problem. Das machen wir das nächste Mal. So ja, natürlich, ich verstehe. Absolut. Oi, oi, oi. Ja, klar, Frau Lamprecht, ich verstehe, dass das Verteidigungsministerium eine echte Belastung ist. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn Sie alle diesen Kanal abonnieren, werde ich vielleicht zurücktreten. Vielleicht. Es schadet also nicht, wenn Sie alle Videos liken. Ihre Christine Lamprecht. Deutschland zählt auf Sie.